gemeldet. Ich stelle das auch noch im Chat, wo ich Sie mal bitte, einfach zu nennen, was für Sie Digitalisierung aktuell ist. Ja, machen wir aber noch vielleicht den. Man sieht, es tut sich schon einiges. Ja, ich finde, da sieht man schon sehr, sehr tolle Punkte. Was einerseits zumindest zweimal genannt wurde, war weltweite Vernetzung, also diese globalen Möglichkeiten, die digitale Medien bieten. Auch der Transformationsprozess wurde oft genannt. Was ich auch sehr schön fand, ist, was ich unten, jetzt ist leider nicht mehr, ah doch, hier ist sie, die eierlegende Wollmilchsau im Endeffekt, also dass mit Digitalisierung versucht wird, unterschiedliche, vielleicht pädagogische Wirklichkeiten zu realisieren. Aber gleichzeitig waren auch vielleicht nicht kritisch zu betrachten andere Punkte, wo auch so sieht. Also es ist nicht nur eine Chance, sondern auch gleichzeitig eine Herausforderung. Und das fand ich insgesamt sehr schön, dass wir ein breites Bild hier bekommen haben, was aktuell eigentlich eine Kultur der Digitalität oder Digitalisierung alles zu leisten vermag oder eigentlich vielleicht auch ist. Ich habe Ihnen auch drei Metaphern insgesamt mitgebracht. Da versuche ich jetzt mal nochmal in meine Präsentation zu kommen, in der auch andere Metaphern zusätzlich genannt wurden. Eine davon, die man auch oft in den Medien insgesamt so liest, ist diese hier, nämlich Digitalisierung ist eigentlich so eine Art Baustelle. Man weiß eigentlich gar nicht, wie weit man ist. Ist es wie Stuttgart 21, dass die Verlängerung doch noch irgendwie ein paar Jährchen braucht oder nicht? Brauchen wir das überhaupt oder nicht? Oder war nicht der alte Bahnhof genauso gut? Und genau hier setzt eigentlich Digitalisierung auch an, denn es ist ein recht heterogenes Feld, wenn man ja eigentlich in die Praxis reinguckt, wie Schulen ausgestattet sind oder nicht. Ich habe Ihnen hier mal zwei exemplarische Bilder, die ich öfters mitbringe, mitgebracht. Es gibt Schulen, deren Digitalisierungsstrategie bislang so aussieht, dass sie vielleicht einen Beamer haben, in dem man eigentlich den klassischen Unterricht lediglich reproduzieren kann. Es gibt aber auch Schulen, die extrem gut ausgestattet sind, in denen es eine 1:1-Ausstattung mit Tablets beispielsweise gibt. Freies WLAN, das Schülerinnen und Schüler beispielsweise für Internetrecherchen nutzen können. Und da merkt man, hier ist eine hohe Heterogenität einerseits in den Schulen da. Und wenn man von Frau Lorenz auch den aktuellen Bericht
zum Indikator, wie weit wir eigentlich in puncto Digitalisierung sind, im Länderindikator, sieht man eigentlich hier, dass wir in Baden-Württemberg mit Thüringen und Brandenburg eines der Schlusslichter insgesamt von Infrastruktur, aber auch von Fortbildungsgelegenheiten darstellen. Also das heißt, hier sagen wir es positiv, es ist noch Luft nach oben, glaube ich, insgesamt da in puncto Tools und Infrastruktur, die wir zu einem gewissen Grad aufholen müssen. Aber es ist nicht nur die reine Infrastruktur, denn nämlich auch so ICLS-Studien, also das sind große, angelegte Large-Scale-Studien, zeigen nicht nur, dass es in der Infrastruktur im internationalen Vergleich wir zu einem gewissen Grad ein bisschen hinterherhinken, sondern dass auch die Medienkompetenzen, die Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrpersonen mitbringen, dass auch noch Room for Improvement da ist. Und eine Metapher, die ja oft eigentlich so auch in den Medien rumspringt, ist so, ah ja, unsere Kinder, die können das schon richtig gut. Das sind doch digital native, Digital Natives, die super mit ihren Endgeräten ja eigentlich schon umgehen können. Also die brauchen ja nichts mehr mit Digitalisierung. Aber da gibt es sehr, sehr starke Widerworte, beispielsweise von Paul Kirschner, die ja eigentlich auch sagen, zu Recht, nur mit einem Gegenstand aufwachsen reicht nicht. Weil wenn wir überlegen, wir alle wachsen ja in einer Welt auf, wo es Bücher gibt, wir wachsen in einer Welt auf, wo es Zahlen gibt und wo es auch Naturwissenschaften gibt, weil sonst hätten wir solche Endgeräte wahrscheinlich nicht. Aber deshalb sind, wenn man so die PISA-Daten annimmt, es sind ja trotzdem Knicks da und wir sind nicht alle insgesamt irgendwie, nur weil wir in der Welt aufwachsen, die besten Lesenden, die besten MathematikerInnen oder die besten WissenschaftlerInnen. Und ähnlich verhält sich es eigentlich ja auch mit digitalen Medien und Medienkompetenz. Und hier hat auch die ICLS-Studie, ich habe Ihnen hier nochmal von 2018 Befunde mitgebracht, die versucht haben, unterschiedliche Medienkompetenzstufen bei Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen Bildungssystemen zu erheben. Und auch hier sieht man anhand dieses Tests, der beantwortet wurde, dass im Schnitt 18% eigentlich so auf der niedrigsten Stufe sich befinden. Es gibt 25% der Lernenden, die so eine Basiskompetenzen mitbringen. Auf Level 2 sind immerhin 36%, aber das heißt, es sind immer noch Schülerinnen und Schüler, die immer noch Unterstützung brauchen, um beispielsweise sich Informationen zu suchen, etc. Und lediglich auf der höchsten Stufe, wo man sagen würde, ja, das sind wirklich Digital Natives, die wahrlich kompetent mit digitalen Medien ihre Lehr-Lernprozesse steuern können, sieht man hier, sind gerade mal 2%. Das heißt also, hier ist viel Luft nach oben da und deshalb finde ich auch das Thema der Tagung sehr schön, denn Medienbildung oder digitale Bildung ist ein integraler Bestandteil, der in Schule auch erworben werden muss und was nicht nur informell, privat erworben werden kann. Ich habe Ihnen eine andere Studie, die wir durchgeführt haben, wo es so ums technologisch-pädagogische Wissen von Lehrpersonen ging, noch mitgebracht, indem wir Lehrkräfte, aber auch Lehr- und Studierende gebeten haben, einen vignettenbasierten Test auszufüllen, wo es darum ging, zu bestimmten didaktischen Situationen, also man möchte beispielsweise eine Vorwissensaktivierung im Unterricht einsetzen und wie dort digitale Medien eingesetzt werden können, um wirklich so eine Vorwissensaktivierung zu realisieren. Also Sie sehen eine sehr stark didaktische Fokussierung und hatten gleichzeitig aber auch die Lehr- und Studierenden und Lehrpersonen noch gebeten, Chancen und Risiken, also aus gesellschaftstheoretischer und ethischer Perspektive zu beurteilen. Also was beispielsweise Fallstricke sein können, wenn man dann sich ausgesucht hat, ein Clicker-System zu benutzen und haben hier offene Textantworten genutzt, um stärker so an diese didaktischen Reasoning-Faktoren zu gehen, also wie eigentlich Lehrpersonen unterschiedliche Technologien für didaktische Zwecke einschätzen. Und insgesamt sehen Sie hier die Ergebnisse. Also es waren insgesamt 183 Lernstudierende, die an der kleinen Studie mitgemacht hatten und 64 Lehrpersonen. Und der Test zum Verständnis gab, es gab insgesamt 0 bis 24 Punkte und jeweils 12 Punkte auf Medienkritik und 12 Punkte auf Mediendidaktik. Und da sieht man hier erstaunenderweise, dass sogar die angehenden Lehrpersonen, also die Lehramtsstudierenden, deutlich besser abgeschnitten hatten als die Lehrpersonen, was
Weiß man jetzt nicht ganz genau, woran es natürlich liegt, weil es eine Online-Studie war. Vielleicht war das Online-Setting hier nicht so geeignet, dass der Person nicht so viel Kosten investieren konnten, da die Tests vielleicht auch adäquat auszufüllen, weil es auch ein offenes Testformat war. Aber insgesamt sieht man doch recht deutlich, wenn man 24 Punkte nimmt, haben wir doch noch relativ viel Luft auch nach oben, sowohl für die Medienkritik insbesondere. Also hier ging über Datenschutz, ging nicht so viel hinaus. Also, aber wenn man jetzt auch überlegt, wenn man ein Clicker-System einsetzt, was das auch für ethische Folgen haben kann, dass vielleicht andere Kinder und Jugendliche, die schlechter abgeschnitten hatten, zum Beispiel in der ganzen Klasse, dann weiß, ah, okay, das ist jetzt der, der nicht so gut abgeschnitten hat. Ah, okay, was passiert denn damit, dass man irgendwie nach Foucault so eine, einen Panoptismus erstellen kann? Also solche auch Reflexion kam relativ wenig insgesamt hier vor, was insgesamt ein interessanter Befund ist. Das heißt also, wenn wir die defizitäre Perspektive ansetzen, wir haben hier noch Luft nach oben, aber ich denke, man muss, deshalb finde ich auch die Tagung hier so toll, dass man insgesamt sieht, okay, wie kann man da insgesamt weitermachen? Und damit wollte ich überleiten zu meiner zweiten Metapher, die auch übrigens in der Fortbildung kam, nämlich eine Digitalisierung ist so ein bisschen wie so ein Elefant mit Flügeln. Ich habe anfangs erst gar nicht verstanden, was mit dieser Metapher eigentlich gemeint war, aber eine Lehrkraft hat mir dann illustriert, dass es im Endeffekt so ist, es ist ein dicker Bomber, den man irgendwie starten muss, der recht schwerfällig vielleicht auch ist zu starten, viel Kosten und Aufwand benötigt, wenn man auch an Schulen denkt, wie da, man da überhaupt hinkommt, digitale Medienkonzepte zu entwickeln. Aber wenn das Ding mal fliegt, dann ist es eine satte Kiste. Und dann kann man vielleicht auch damit irgendwie andere Prozesse vielleicht antriggern. Das Ganze, wenn man es wieder auf psychologischer Perspektive vielleicht ein bisschen runterbricht, kann man auch sehr gut in Erwartungs-Mal-Wert-Modellen darstellen. Nämlich, was hier eigentlich angesprochen wird, ist nämlich der subjektive Wert einer Aufgabe. Inwieweit eigentlich eine Art von Digitalisierung oder die Transformation in eine digitale Kultur einen subjektiven Wert für mich eigentlich darstellt. Vielleicht als Lehrkraft, aber auch als Lernende. Und das ist einerseits damit verbunden, was für ein Interesse ich natürlich überhaupt damit habe, warum ich eigentlich eine digitale Transformation möchte, also ob ich daran interessiert bin. Zielerreichungswert, also welche gesellschaftlichen Konsequenzen eigentlich damit eventuell verbunden sind, aber auch welche subjektiven Nutzen ich davon habe, also ist Digitalisierung vielleicht für mich eine Erleichterung, also dass ich beispielsweise nicht immer wieder meine Kurse neu kopieren muss, sondern einfach vielleicht nochmal neu darstellen kann. Und welche Kosten sind eigentlich für mich als Lehrkraft, aber auch als Lernende damit verbunden, mich in eine digitale Transformation zu begeben? Und hier möchte ich Ihnen zwei Studien vorstellen, die recht gut illustrieren, dass diese motivationalen Komponenten eine recht große Rolle spielen. Einerseits in einem eher theoretischen Szenario, da haben wir Lehrpersonen, ReferendarInnen und Studierende gebeten, medienbasierten Unterricht zu gestalten in Mathematik zum Satz des Pythagoras. Und gestalten ist übertrieben. Ich meinte natürlich planen und die mussten im Endeffekt kleine Unterrichtspläne gestalten, wo wir dann versucht haben, das Potenzial digitaler Medien zu illustrieren. Und was wir eben gemacht haben, ist einerseits so Basisvoraussetzungen, sowohl das Professionswissen der beteiligten Teilnehmenden zu erfassen, aber auch deren motivationalen Orientierungen. Und analog zum Erwartungs-Mal-Wert-Modell haben wir aktuelle Selbstwirksamkeit, digitale Medien einzusetzen, erhoben und auch die wahrgenommene Nützlichkeit, also die positiven Relevanz, digitale Medien für mich einzusetzen. Der Unterrichtsentwurf war nicht jetzt wie im Referendariat, wo man quasi 15-seitige Dokumente anfertigen muss, sondern ein tabellarischer Verlaufsplan, in dem man kurz begründen musste, warum man welche Unterrichtssequenz mit oder ohne digitale Medien eingesetzt hatte. Und wir haben das Ganze inhaltsanalytisch ausgewertet, einerseits in Richtung kognitive Aktivierung und konstruktive Unterstützung als zwei zentrale Basisdimensionen von gutem Unterricht. Und was sich hier zeigt, habe ich Ihnen mal mitgebracht. Interessanterweise muss man natürlich auch sagen, die Testinstrumente sind natürlich immer eine zentrale Rolle, inwieweit sie spielen. Aber interessanterweise hat
weder das reine technologische Wissen, also der Umgang, wie ich mit digitalen Medien umgehen kann, aber auch nicht das Fachwissen eine zentrale Rolle gespielt, sondern insbesondere das fachdidaktische Wissen, macht aber auch in dem Sinne eigentlich Sinn, denn ich muss eine gute Konzeptualisierung haben, wie ich einen Satz des Pythagoras vermitteln kann, um wirklich auch digitale Medien hier im Sinne von Werkzeugen erfolgreich einzubetten. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist aber auch insbesondere, dass die motivationalen Orientierungen eine zentrale Rolle gespielt haben. Und hier weniger sogar die Selbstwirksamkeit, aber wahrscheinlich, weil es auch stärker in Unterrichtsplanung ging und noch nicht so der eigentliche Einsatz von Medien gemessen wurde. Und insbesondere die Valenz digitaler Medien hat hier eine Rolle gespielt. Das Ganze haben wir dann auch versucht, in einem unterrichtsnahen Setting nochmal zu erproben. Leider mit einer nicht so ganz großen Stichprobe, wie Sie hier sehen. Wir haben hier Lehrpersonen gebeten, ein Unterrichtstagebuch wöchentlich zu führen im Kontext von Tablet BW. Das ist eine Schulstudie, in der Schulen entweder mit oder ohne Infrastruktur ausgestattet wurden und man da hingehend sehen wollte, was eigentlich digitale Medien hier über einen längeren Zeitraum für einen Mehrwert oder auch nicht haben können. Und also Sie sehen hier, das war ein online-basiertes Tagebuch, in dem einerseits eben die Valenz, also nochmal, wie wertvoll war es für mich, diese Woche digitale Medien einzusetzen, die Lehrkräfte befragt wurden. Dann wurden sie noch gefragt, wie sie eigentlich die Tablets eingesetzt hatten und eine exemplarische Unterrichtsstunde in dieser Woche zu beschreiben. Und danach wurden sie, die Ergebnisse habe ich jetzt allerdings nicht mitgebracht, kann ich Ihnen aber auch gern bei Interesse noch erzählen, inwieweit die Reibungslosigkeit, also inwieweit der Unterricht mit den digitalen Medien relativ reibungslos stattgefunden hat, im Sinne von Classroom Management. Und wenn man hier wieder Unterrichtsqualität als abhängige Variable nimmt, das haben wir wieder inhaltsanalytisch kodiert, analog zu der vorhergehenden Studie, sieht man wieder, dass die Valenz wieder eine starke Rolle gespielt hat, also über alle Unterrichtszeitpunkte in diesen 5 Wochen hinweg, sieht man hier, dass die Valenz wieder die Unterrichtsqualität darstellen konnte. Was aber relativ interessant war, das habe ich Ihnen jetzt hier nochmal mitgebracht, ist, diese Valenz, das ist kein Konstrukt, was relativ stabil über 5 Wochen hinweg ist, sondern das ist eigentlich ein in sich meanderndes, ähnlich wie bei einem EKG, eine Art von Trait, würde man in der Psychologie sagen. Also ein relativ nicht ganz so stabiles Merkmal. Also wenn man hier so sieht, wie viel Varianz eigentlich durch die individuelle Lehrkraft angeregt werden können, sieht man hier ein knappes Drittel der Varianz kann insgesamt durch die Lehrperson erklärt werden, also ein Drittel ungefähr ist stabil. Lediglich 6% kann über den Zeitverlauf erklärt werden, also es macht keinen Unterschied, ob man am Anfang oder zum Schluss eigentlich so die Valenzeinschätzung hatte und 62% sind sage und schreibe Rauschen, das im Endeffekt durch den Kontext individuell erklärt werden muss. Interessanterweise, aber das spiegelt sich auch bei anderen Unterrichtsqualitätsratings, auch Unterrichtsqualität ist kein Merkmal, was wirklich stabil ist, sondern es kommt sehr stark auf den Kontext an. Nur 11% konnten hier über die Lehrkraft erklärt werden, nur 1% über die Zeit und 88% waren wieder kontextuell bedingt. Und wir haben dahingehend, die quantitativen Daten sind interessant, aber eigentlich muss man ja wissen, warum das passiert. Und wir haben hier mit einer Mixed-Method-Analyse uns genauer eigentlich dann angeguckt, oder mit qualitativen Methoden, wie dieser Kontext eigentlich eine Rolle spielt. Und ich habe Ihnen hier nochmal ein Beispiel von einer Lehrperson mitgebracht. Sie sehen hier, also die Verläufe sind sehr unterschiedlich. Die sind nicht alle quadratisch, manche gehen auch hoch und runter. Aber hier ist ein exemplarischer Verlauf, der sehr starke Diskrepanzen eigentlich sowohl in der Valenz, in der durchgezogenen Linie als auch in der Selbstwirksamkeit hatte. Und man sieht hier zum Messzeitpunkt 1, da war die Valenz echt niedrig. Da hatte man wirklich keine Relevanz gesehen, digitale Medien einzusetzen. Und in Sitzung 4 war das relativ hoch. Also hier haben wohl digitale Medien insgesamt waren ein Mehrwert für die Person. Und man sieht hier, in Sitzung 1 wurde, das war jetzt hier ein Beispiel für Geschichtsunterricht, aber es zeigen sich ähnliche Pattern auch in anderen Fächern, wurden Padlet eingesetzt
um so eine Art Co-Konstruktion, kollaboratives Lernen zu ermöglichen. Und man merkt auch hier, zwei Probleme veranlassten mich, dies nach einigen Minuten abzubrechen. Die Aussagen der Schülerinnen und Schüler waren bis auf wenige Ausnahmen äußerst oberflächlich, sodass kein Prozess der Urteilsbildung erkennbar war. Also da hat man hier gemerkt, es wurde ein generisches Tool eingesetzt, nämlich ein Padlet, mit dem versucht wurde, Gruppenarbeiten, was ja auch relativ herausfordernd eigentlich mit digitalen Medien ist und sehr viel Störungsmöglichkeiten bietet, wurde eingesetzt. Und also das ist jetzt hier in diesen Punkten, zum Schluss wird es abgebrochen und es hat insgesamt überhaupt nicht funktioniert. Und dahingehend hat die Unterrichtsqualität natürlich darunter auch gelitten, weil man gut gemeint, aber die kognitive Aktivierung konnte hier nicht erreicht werden. Und in der vierten Woche, wo es sehr groß oder die Relevanz als sehr hoch eingeschätzt wurde, wurde ein relativ stringentes Tool eingesetzt, das sogenannte M-Book. Das ist ein Geschichtsbuch, in dem interaktive Aufgaben auch bereitgestellt werden. Und hier hatten die Schülerinnen und Schüler recht stringent anscheinend an diesen Aufgaben gearbeitet, was dahingehend dazu geführt hat, dass die Relevanz insbesondere auch gestiegen ist. Unsere Hypothese war, dass je fachspezifischer die Tools quasi oder die Möglichkeiten gegeben werden, Tools einzusetzen und je enger quasi gerade zu Beginn die Möglichkeiten sind, digitale Medien einzusetzen, dass das eine zentrale Rolle auch spielt, wie man hier vielleicht gerade auch beginnende Lehrkräfte noch stärker unterstützen kann. Das Ganze haben wir im Übrigen auch mal noch in einer Folgestudie untersucht, indem wir Lehrpersonen auch unterschiedliche Tools, die sich im Grad der Fachspezifizität unterschieden haben. Also es gab sehr fachspezifische Tools, wie jetzt beispielsweise sowas wie GeoGebra und generische Tools wie ein Padlet. Und wir haben Lehrkräfte mal gebeten, die Relevanz dieser Tools einzuschätzen für ein spezifisches Szenario, als auch ob die überhaupt diese Tools nutzen würden. Und auch hier zeigt sich ein ähnliches Pattern. Je fachspezifischer die Tools sind, desto eher werden auch diese Tools eingesetzt und auch die Relevanz wird höher eingeschätzt. Und es hat sich auch im Übrigen noch so eine Art quadratischer Verlauf gezeigt. Also wir haben es Fanciness der Tools genannt. Es gibt ja auch andere Konzeptualisierungen, da kommen wir später noch drauf, wie das SAMR-Modell, die ja sehr stark postulieren, dass je mehr ich die Technologie ausschöpfe und noch stärkere Technologien wie Virtual Reality einsetze, da sinkt die Bereitschaft eigentlich, solche Tools einzusetzen und hier liegt wohl der Gral in der goldenen Mitte. Nur so als kleiner Exkurs. Die dritte Metapher, die ich Ihnen mitgebracht habe, die ich eigentlich für, wenn es gerade um Unterrichts- und Schulentwicklung sehr schön finde, ist Digitalisierung als Verstärker. Da kam ich letztens über ein YouTube-Video insgesamt drauf. Was ich insgesamt sehr interessant finde, ist, weil es sowohl in eine positive als auch in eine negative Richtung eigentlich als Verstärker genutzt werden kann. In dem Video wurde beispielsweise dargestellt, ich kann digital, wenn ich faul bin und sehr gerne zu Hause Videos gucke und beispielsweise Chips esse, kann ich das natürlich mit digitalen Medien noch besser, weil ich mir auf Netflix oder so noch bessere Videos angucken kann. Wenn ich Sport treiben will und genau mich selbst optimieren möchte, kann ich das ja mit digitalen Medien teilweise auch noch besser, denn ich kann mich permanent tracken und so im Sinne von der Selbstoptimierung mich weiter optimieren. Wenn wir jetzt in Schule gehen, wenn man sehr stark auf Kontrolle aus ist, kann man das natürlich mit digitalen Medien auch noch besser, denn ich weiß haargenau, wann meine Schülerinnen und Schüler wann welches Dokument runtergeladen haben, was jetzt, wenn man Foucault und etc. nimmt, mit Machtstrukturen aufrechterhalten, natürlich kritisch zu sehen ist. Aber wenn wir jetzt noch in eine positive Richtung gehen, wenn man digitale Medien wirklich für Unterrichtsentwicklung nutzen kann und als Anstoß nehmen möchte, über seinen eigenen Unterricht nachzudenken, ist es vielleicht auch noch eine Art Verstärkungsmetapher, weil man hier digitale Medien nochmal seinen Unterricht komplett umstrukturieren muss, damit er auch wirklich zur Unterrichtsqualität beitragen kann. Das Ganze ist natürlich immer zu sehen in klassischen Angebotsnutzungsmodellen. Ich habe Ihnen hier mal ein bisschen angepasstes Modell, was wir basierend auf klassischen Angebotsnutzungsmodellen gebastelt haben, indem wir sehr stark eher auf so eine Technologieintegration gehen. Aber nichtsdestotrotz ist mein digital gestützter Unterricht immer noch ein Angebot, was von Schülerinnen und Schülern genutzt werden muss. Einerseits,
um eine qualitativ hochwertige Lernaktivitäten zu realisieren und vielleicht auch einen Ticken mehr Zeit für Lernprozesse zu nutzen, um hinsichtlich der Lernleistungen, und damit meine ich nicht nur fachliche Lernleistungen, sondern auch Medienkompetenzen, dazu beitragen kann. Also man sieht hier, das ist ein recht komplexes Geflecht, was einerseits, was wir vorher schon angesprochen hatten, von der professionellen Kompetenzen der Lehrperson abhängt, aber natürlich auch von den Kompetenzen, die meine Schülerinnen und Schüler insgesamt mitbringen. Was jetzt hier hinten rauskommt, sind natürlich auch unterschiedliche Medaillen. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet. Es gibt einerseits sehr stark technologieaffine Modelle wie das SAMR-Modell. Es gibt auch das RED-Modell, aber zum Schluss sind sie alle im Endeffekt darauf aus, das Potenzial digitaler Medien komplett auszuschöpfen. Und das eine ist natürlich, ich kann digitale Medien analog oder versuchen, dass sie analoge Zugänge ersetzen. Ich kann versuchen, dass digitale Medien so ein bisschen versuchen, den Handlungsspielraum zu erweitern, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen die Lernprozesse mal verändert. Hier sind wir vielleicht eher in so eine Richtung Effektivität, also dass man schneller zu bestimmten Zielen kommt. Und Redefinition wäre quasi, ich habe meinen Unterricht komplett neu gedacht und alles ist anders. Die Frage ist natürlich, ob dieses alles ist anders hinsichtlich der Erträge hinten raus wirklich besser ist. Und dahingehend ist das Modell vielleicht dahingehend auch eingeschränkt, weil es sich nicht sehr stark mit Unterricht oder Unterrichtsqualität oder fachspezifischen Prozessen auseinandersetzt. Dahingehend, was wir auch in den vorherigen Studien auch gemacht haben, versuchen wir stärker auch auf die tiefen Strukturen zu gehen, denn das SAMR-Modell, würde ich jetzt behaupten, ist vielleicht noch eher auf der Ebene der Sichtstruktur. Man kann genau sehen, wie wurden jetzt digitale Medien eingesetzt, aber es ist noch nicht ganz mit den Lernprozessen verknüpft. Und dahingehend, glaube ich, muss man sich als Lehrkraft, aber auch als LehrerbildnerInnen die Fragen stellen, inwieweit man wirklich auf Tiefenstrukturebene mit digitalen Medien aus didaktischer Perspektive beitragen kann. Und da sind wir bei den üblichen Verdächtigen, die natürlich fachspezifisch kontextualisiert sind, sein müssen. Kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung. Also wie kann ich meinen Schülerinnen und Schülern helfen, bestimmte Lernprozesse zu erreichen? Und Klassenführung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der mit digitalen Medien natürlich noch mal ganz andere Herausforderungen vielleicht hat, weil man noch mal Schülerinnen und Schülern vielleicht auch einen weiteren Spielraum gibt, unterschiedlich zu agieren. Ich habe nur ganz kurz noch mal angerissen, was so aus der Lernforschung eigentlich so Potenziale digitaler Medien sind, die sehr stark in kognitive Aktivierung eigentlich gehen. Das ist einerseits natürlich, dass ich unterschiedliche Methoden habe, zu präsentieren und Inhalte zu generieren, also dass man auch eine stärkere Perspektive auf Schülerinnen und Schüler hat, wie man digitale Medien hier gewinnbringend einsetzen kann. Das eine ist, sowas habe ich Ihnen mitgebracht, so eine Art Augmented Reality, dass ich hier digitale Medien stärker auch mit analogen Zugängen, hier wird man gebeten, das ist ein Projekt aus Kaiserslautern, Elektrokreisläufe zu schalten, und in der Augmented Reality-Brille bekommt man dann zusätzlich konzeptuelle Informationen eingebunden, wenn beispielsweise irgendwas nicht funktioniert oder man vielleicht noch mal genau über die Theorien nachdenken muss. Ein anderes Beispiel ist sowas wie virtuelle Experimente, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, Experimente vielleicht durchzuführen, die man in der Schule, weil sie zu gefährlich sind oder vielleicht man über einen Zeitraffer niemals erreichen kann, in die Schule bringen kann. Oder ein anderes Beispiel, wo ich auch relativ viel dazu forsche, ist, wie man eigentlich so diese Erklärvideos sind in aller Munde. Alle wissen, glaube ich, irgendwie so diese ganzen Erklärvideos von Schülerinnen und Schülern generieren zu lassen, ist nicht immer die beste Entscheidung, weil es doch auch sehr lange dauert. Und hier ist aber auch ein Potenzial, dass man hier vielleicht multimediale Zugänge durch Schülerinnen und Schüler selber generieren kann. Aber genau hier ist ein wichtiger Punkt, dass man eben diese Gelingensbedingungen identifizieren kann. Ein weiteres Beispiel, was auch oft gebracht wird, ist so eine Art, ich kann kollaboratives Lernen vielleicht noch verstärken. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, auch aus einer Studie von uns, wo wir Peer-Feedback eingesetzt haben, computerbasiertes Peer-Feedback zu Micro-Teachings. Da wurden Lehramtsstudierende gebeten, sich gegenseitig zu filmen, wenn sie selber Unterricht quasi mit
Fiktiv nicht, aber Studierende haben quasi hier SchülerInnen fingiert. Und genau hier wurde, damit man stärker auch diese Professional Vision, also die professionelle Wahrnehmung, nutzen kann, wurde hier Peer Feedback mit mit einem computerbasierten Feedback-Tool genutzt, was vielleicht stärker in die Kollaborationsrichtung geht. Ein anderes Beispiel ist, was sehr en vogue aktuell ist, ist Citizen Science, also dass ich beispielsweise hier ist es zu, da wurden Vögel gezählt. Hier gibt es ein Projekt beispielsweise, an der habe ich letztens gelernt, es gibt die Tübinger Seenplatte. Das war mir ein neues Wort, was es eigentlich gibt. Da wird man am Hirschauer Baggersee gebeten, unterschiedliche Vögel zu zählen, weil das anscheinend ein Habitat ist für viele Vögel. Da haben Schülerinnen und Schüler einfach dann gezählt, ah, welche gibt es denn, haben die Daten mit in die Schule gebracht und haben hier gemeinsam irgendwie dann die Daten ausgewertet, was man sehr schön im Biologieunterricht machen kann. Hier ist ein Beispiel aus unserem Garten. Wir haben eine Webcam ist es nicht, aber so eine Kamera aufgesetzt, um mal zu wissen, ob bei uns auch wirklich ein Igel wohnt. Nein, es ist eine Maus, die hier in unser Igelhaus eingezogen ist. Aber hier kann man auch diese Daten recht schön eigentlich dann mit in die Schule bringen und hier auch eine stärkere Kontextualisierung jenseits unterschiedliche Lernwelten erreichen. Ein anderes Potenzial, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, aber was Thema ja eigentlich dieser Tagung ist, ist, wie man mit einer zunehmenden Heterogenität umgehen kann. Und hier spielt ja insbesondere adaptive Lernarrangements eine wichtige Rolle. Und auch hier, denke ich, können digitale Medien eine wichtige Rolle spielen, um zusätzlich vielleicht noch adaptive Unterrichtsarrangements vielleicht noch einen Ticken besser zu machen. Was ich hier jetzt nicht meine, ist, was man ja im angloamerikanischen Raum kennt, ist sowas wie tutorielle Systeme, wo Schülerinnen und Schüler individuell vor einem Rechner sitzen und dann mit Computerprogrammen arbeiten, die dann adaptiv, kennt man ja auch unterschiedliche deutsche Möglichkeiten, wie man es realisieren kann, adaptiv dann quasi individuell diese Lernprogramme durcharbeiten, sondern ich meine hier wirklich, wie man digitale Medien in adaptive Unterrichtsarrangements einbetten kann. Und hier habe ich ein Projekt mitgebracht, in dem wir versucht haben, gängige digitale Medien, also beispielsweise ein LMS, aber auch sowas wie Clickersysteme oder gängige fachdidaktische Tools nutzen kann, um hier Adaptionen vorzunehmen. Und was wir hier machen, ist einerseits, dass man die formative Diagnostik von Lehrkräften, aber auch von Schülerinnen und Schülern zusätzlich vielleicht noch adäquater oder valider gestalten kann und wie man unterschiedliche Differenzierungen vornehmen kann auf Makroebene, also dass beispielsweise schwächere Schülerinnen und Schüler, die noch weniger Vorwissen haben, beispielsweise zusätzlich nochmal ein Erklärvideo bekommen, wohingegen stärkere Schülerinnen und Schüler zum Beispiel schon in eher problemorientierte Settings gebeten werden. Und da versuchen wir so diesen gängigen One-Size-Fits-All-Unterricht einen Ticken aufzubrechen, um einerseits eben differenzierte Möglichkeiten in der gymnasialen Oberstufe, muss man noch dazu sagen, wo es ja vielleicht nochmal eine andere Rolle spielt, und auf Mikroebene unterschiedliche Arten von Feedback zu gewährleisten. Das Ganze ist eingebettet in der Gemeinschaftsschule West, in der im Zuge der Einführung von gymnasialen Oberstufen an Gemeinschaftsschulen ja ein neues Feld eigentlich eröffnet wurde. Und hier arbeiten wir sehr stark eben mit der obigen Schule, die Sie hier sehen, um einerseits ein integriertes Professionalisierungskonzept gemeinsam mit Lehrkräften zu entwickeln. Also hier geht es wirklich darum, was Lehrkräfte auch wirklich brauchen. Wir führen da Barcamps, aber auch Gestaltungen mit OER durch, um hier Lerngemeinschaften unter Lehrkräften bilden zu können. Und der zweite Teilbereich ist, dass hier dann partizipativ und forschungsbasiert adaptive Unterrichtseinheiten in unterschiedlichen Fächern fachspezifisch entwickelt und evaluiert werden. Und der Hauptpunkt hier ist auch nochmal, dass wir versuchen, alle Materialien, aber OER braucht immer relativ lang, bis man die ganzen rechtlichen Schritte natürlich durchgegangen ist. Wir haben bislang um die 12 Einheiten und bislang sind fast 4 immerhin als OER zertifiziert. Aber es dauert dann natürlich einen langen Weg, bis man das auch als OER-Materialien gestalten kann. Und der dritte Punkt ist, dass wir versuchen, wirklich hier eine datengestützte Begleitforschung
umzusetzen. Wie das Ganze aussehen kann, habe ich Ihnen mitgebracht. Also wir versuchen immer formativ, also öfters in den Unterrichtseinheiten über mehrere Wochen hinweg, SchülerInnen-Vorstellungen zu diagnostizieren. Das kann einerseits sein, dass Schülerinnen und Schüler ein Self-Assessment machen, um ihre eigenen metakognitiven Fähigkeiten zu stärken, aber auch beispielsweise durch computergestützte Systeme wie ein Clicker-System, aber auch, also nicht nur reine Multiple-Choice-Tests, sondern auch offene Fragen, wo man beispielsweise einfache Merk- oder Lösungen bekommt, wo man dann gemeinsam überblickt, wo stehe ich aktuell. Und man versucht dann hier unterschiedliche differenzierte Lernaktivitäten zu realisieren und auch unterschiedliche formativen Rückmeldungen einzubetten, beispielsweise in GeoGebra jetzt hier für Mathematik spezifisch. Das Ganze wurde bislang in diesen Fächern umgesetzt. Also Sie sehen hier, ist es ein breites Feld von MINT über Sprachen und sogar auch ein bisschen Gesellschaftswissenschaften in Ethik und Philosophie, wo wir versucht haben, wirklich zu schauen, inwieweit so ein adaptives Unterrichtskonzept überhaupt in unterschiedlichen Fächern tragbar ist. Und genau, das habe ich Ihnen vorher eigentlich schon gezeigt. Das sind hier einfach nochmal Beispiele, in denen wir hier unterschiedliche Hilfestellungen geben. Also recht einfach, also mit digitalen Arbeitsblättern, wo es beispielsweise, wenn man nicht mehr weiter weiß und auf Mikroebene nochmal eine Unterstützung braucht, dass man konzeptuelle Informationen über die Glühbirne bekommt, wo dann zusätzlich einfach nochmal digitale Informationen eingebettet wird. Also eigentlich versuchen wir hier nicht diese, also nach dem SAMR-Modell würde das nicht die fünfte Stufe erreichen, sondern vielleicht eher die dritte, dass man versucht, mit gängigen digitalen Medien, die potenziell an einer relativ gut ausgestatteten Schule ist, hier Unterricht nochmal weiterzudenken aus einer didaktischen Perspektive. Genau, was hier vielleicht noch ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist, dass wir wirklich mit unterschiedlichen Brillen in diesem Projekt draufgehen, nämlich einerseits so eher so die Erkenntnisse, die man so aus der, ich habe es Mikroebene genannt, aus der Lernforschung weiß, die sehr gut eigentlich mittlerweile so sogenannte Aptitude-Treatment-Interaktionen identifiziert hat. Also was ist gut für stärkere Schülerinnen und Schüler, beispielsweise mit höheren Vorwissen als für niedrigere. Es gibt aber einen sehr, sehr großen Schatz an unterschiedlichen Differenzierungsmöglichkeiten in den Fachdidaktiken, den wir auch hier eben ranziehen und eben auch natürlich so diese Basisdimensionen guten Unterrichts und konstruktiver Unterstützung versuchen hier zu berücksichtigen und gemeinsam mit Lehrkräften in einem Co-Design, also wo man gemeinsam mit Lehrkräften und Forschung versucht, diese Unterrichtseinheiten zu entwickeln. Und was wir hier an der Begleitforschung machen, ist eher eine Robustheit dieser Rahmenkonzeption zu identifizieren. Also Sie sehen, wenn man mit einer Schule zusammenarbeitet, also bitte ich zu verzeihen, wir haben keine Kontrollgruppe natürlich hier, sondern können hier nur Wissenszuwächse berichten innerhalb dieser Unterrichtseinheiten, haben aber zusätzlich immer noch untersucht, inwieweit eigentlich diese individuellen SchülerInnen-Voraussetzungen, aber auch diese fachlichen Unterschiede eine Rolle spielen. Also je nachdem, in welchem Fach das umgesetzt wird. Und als Ergebnisse habe ich Ihnen jetzt heute mal noch mitgebracht, was sind die kognitiven Outcomes, also mittels Lernleistungstests. Wir haben aber auch noch die metakognitiven Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler untersucht, also inwieweit eigentlich Schülerinnen und Schüler sich vielleicht einen Ticken besser einschätzen können. Das habe ich jetzt aber aufgrund der Zeit nicht mitgebracht, kann es aber gern bei Interesse noch berichten. Genau, was ich hier insgesamt zeigt es also über alle Schülerinnen und Schüler hinweg. Also es ist eine relativ eingeschränkte Stichprobe mit 144 Schülerinnen über mehrere Unterrichtseinheiten, liegt aber auch daran, dass natürlich in der gymnasialen Oberstufe an der GMS West nicht vierzügig 30 Schülerinnen und Schüler vorhanden sind. Aber was ich hier eigentlich relativ in fast allen Unterrichtseinheiten, außer in dieser Unterrichtseinheit, zeigt, ist, dass doch Schülerinnen und Schüler recht deutliche Wissenszuwächse hatten, die eher zumindest deskriptiv im MINT-Bereich waren. In den Sprachen zeigen sie sich teilweise auch, aber sind hier doch, wenn man sich hier es anguckt, deutlich schwächer ausgeprägt, beziehungsweise hier auch nicht signifikant. Und in Gesellschaftswissenschaften zeigt sich auch ein Pattern, dass es zu Wissenszuwächsen kommt, aber jetzt nicht unmittelbar so stark. Was man hier dann insgesamt sieht, ist also über alle Unterrichtseinheiten hinweg gibt es signifikante Lernzuwächse, doch relativ hoch sind, also von einem
Kohärenz D von 1,4 ab 0,8 spricht man von eigentlich einem großen Zuwachs. Und was sich aber interessanterweise auch zeigt, ist, dass jetzt über alle hinweg sich noch kein so ein deutlicher Wissenszuwachs, also zumindest kein signifikanter Effekt des Fachs zeigt. Aber man sieht hier, allein wenn man das Kohärenz D wieder in Betracht zieht, also es gibt deskriptiv auf jeden Fall deutliche Unterschiede in den Fächern. Meine Hypothese ist, dass es in den Naturwissenschaften vielleicht ein bisschen einfacher vielleicht auch ist, genau diese Differenzierungen hier vorzunehmen, da man vielleicht noch leichter eine Diagnostik betreiben kann, als in vielleicht Gesellschaftswissenschaften oder den Sprachen, wo es nicht unbedingt immer sofort eine 0-1-Lösung geben kann. In Mathe gibt es es auch nicht, in MINT-Wissenschaften auch nicht, das ist mir klar, aber vielleicht ist hier doch nochmal das Einfache, vielleicht auch hier Differenzierungen vorzunehmen. Was aber sehr interessant war, ist, dass das Vorwissen, also das individuelle Vorwissen, was die Schülerinnen und Schüler mitgebracht haben, ein signifikanter Moderator war, also hier die Leistungen der Schülerinnen und Schüler bedingt hat. Und was man hier eigentlich recht schön sieht, ist eigentlich, dass sich diese Kurve deskriptiv nach unten neigt. Also Schülerinnen und Schüler, die über weniger Vorwissen hatten, hatten höhere Lernzuwächse als jetzt stärkere Schülerinnen und Schüler, die über weniger Vorwissen verfügt hatten. Kann man einerseits dahingehend interpretieren, dass man vielleicht, also wenn man es positiv framet, dass man hier ein bisschen die Bildungsschere vielleicht sogar mit adaptiven Unterrichtskonzepten reduzieren kann, da gerade schwächere Schülerinnen und Schüler insbesondere davon profitiert hatten. Dann, wenn man sich es insgesamt auch anguckt, haben eigentlich fast alle Schülerinnen und Schüler von diesen Einheiten profitiert. Also alle sind zumindest, haben einen Wissenszuwachs gehabt, bis auf diese manche Ausreißer, die man hier findet. Also man kann Wissenszuwächse insgesamt steigern, aber die waren vielleicht noch ein bisschen stärker für die schwächeren Schülerinnen und Schüler. Muss man allerdings natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil solche Interpretationen hängen natürlich auch immer damit zusammen, schwächere Schülerinnen und Schüler hatten natürlich auch noch mehr Raum für Verbesserungen. Und dahingehend ist vielleicht hier auch eine Verbesserung wahrscheinlicher als vielleicht bei stärkeren Schülerinnen und Schülern, die vielleicht schon über mehr Vorwissen verfügt hatten. Damit bin ich eigentlich am Ende und der Diskussion der Ergebnisse. Also wir haben jetzt hier unterschiedliche Metaphern der Digitalisierung gesehen, die ich würde sagen, vielleicht eher von einem defizitäreren Blick hin zu einem optimistischeren, vielleicht zukunftsorientierteren Blick gehen. Nämlich einerseits haben wir gesehen, also dass Digitalisierung immer vielleicht noch eine Baustelle ist und vielleicht auch noch, wenn man so den Abruf des Digitalpakts sich auch anguckt, die Mittel vielleicht noch uns mit länger begleiten wird. Was darauf hin zurückzuführen ist, wie basale Funktionen wie Infrastrukturen, Tools, aber auch eine zentrale Aufgabe, die Medienkompetenz sowohl in der LehrerInnenbildung als auch von unseren Schülerinnen und Schülern zu fördern. Der zweite wichtige Punkt, glaube ich, was ich anhand des Vortrags zeigen wollte, ist, dass die motivationalen Orientierungen, insbesondere von unseren Lehrpersonen, eine zentrale Rolle spielen, nämlich damit, das ist eine, würde ich sagen, eine Gelingensbedingung, die auch für einen elaborierten Unterricht eine zentrale Rolle spielt. Und die dritte Metapher, wenn man so weit ist, dass die Kosten und die Nützlichkeit vielleicht unterschiedlich wahrgenommen wird und vielleicht die Relevanz ein Ticken höher, dass man Digitalisierung oder eine digitale Medien als Verstärker begreift, um über sein eigenes Unterrichtshandeln nachzudenken. Und mir selbst ist bewusst, natürlich, wir kommen immer aus einem gewissen Elfenbeinturm, wo man sich natürlich auch an der Hochschule, sieht man ja die gleichen Prozesse und dass es auch nicht unbedingt so leicht ist, hier eine Digitalisierung voranzubringen. Aber ich glaube, wichtige Punkte sind wirklich so dieses Bilden von professionellen Lerngemeinschaften, also zusammen ist man weniger allein, denn dieses Teilen schafft Meilen, dass man OER-Produkte vielleicht auch realisiert, wo man leichter auch wieder die eigenen Inhalte adaptieren kann und dass es einfach völlig normal ist, dass es auch mal nicht funktionieren darf und dass man nicht immer, dass man das eher als produktives Scheitern begreift, als jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Also eine Etablierung von einer Fehlerkultur halte ich gerade im Punkto Digitalisierung als zentral an.
Das Ganze ist natürlich auch wichtig, dass man hier forschungsbasiert anguckt. Ich wollte hier noch ein bisschen zeigen, was wir hier vielleicht auch in Tübingen noch machen. Falls Sie Lust haben, können Sie gerne mal auf unsere Seite gucken. Da versuchen wir aktuell eben forschungsbasierte Hinweise auch immer wieder zu geben im Kontext digitaler Medien, Kultur der Digitalität, wo wir auch Forschungssynthesen aufbereiten. Wir haben es jetzt TüdiBase genannt. Das ist ein Clearinghouse, was sich sehr spezifisch auf Fragestellungen rund um didaktische, aber auch Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern adressiert und versuchen hier immer wieder aktuelle Meta-Analysen und Forschungssynthesen aufzubereiten und für Lehrerbildnerinnen zugänglich zu machen. Genau. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen nochmal vielmals für die Einladung und bin gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank.